Hallöchen Leute, da bin ich wieder, Conny von Panikuzentorin mit einer neuen Aufnahme von Crysis 3. Wir setzen das Spiel fort. In der letzten Aufnahme hatten wir ja uns mit Psycho getroffen vor dem Tunneleingang. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal heute durch den Tunneleingang und wollen mal gucken, was uns im Tunneleingang erwartet. Yeah. Starte, Enter. Let's do it. Push. Warte, ich bin gleich da. Jo. So Leute, da würde ich mal sagen. Weißt du, es ist wichtig. Es gab eine Menge Gerede über dich und den Anzug. Alien-Modifikation, deine Vision. Die Leute wissen nicht mehr, wer du bist. Was denkst du denn? Ich bin hier, oder? Okay. Leise jetzt. Wir nähern uns einigen Zellpatrouillen. Woher weißt denn du das? Sag das doch mal bitte. Ach, die kam von oben. Warte mal. Ah, da. Entschuldigung. Ich war gerade abgelenkt. Mann. Wir müssen außenrum. Wieso? Meinst du, das haben sie gehört? Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass sie das gehört haben. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Aber einfach mal gucken, was wir hier drin. Bös? Was ist das? Oh nein. Oh oh. Pfeile. Wie komme ich zu den Pfeilen? Ah. Ich bin noch gar nicht mehr bei euch hier, Penner. Aber ich komme wieder. Ich komme wieder. Gut, Leute, also ich würde sagen, mit Schleichen wird heute nichts mehr. Also hier am Anfang, denn ich würde sagen, jetzt ist erstmal richtig Action. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, ich finde die Waffe einfach geil. Oh, das ist ein Geschütz, das ist... Oh, ich habe keine Munition mehr gleich. Oh. Na, das ist... Mischt, wenn ich das mal sagen darf. Ja, dann schießt mich doch ab, Mann. Kann ich euch wenigstens abschießen mit meiner wenigen Munition, die ich noch habe. So. Wenn man nicht viel Munition hat, dann holt man sich einfach ein bisschen Hilfe. Keine Granaten. Das ist eigentlich schade, wenn ich das nur sagen darf. Aber jetzt haben wir wieder Munition für das Ding. Für unser MG. Sturmgewehr. Ja, dann sicher mich mal. Alle, ich hab. Nicht wundern, warum ich ab und zu mal im Flug, wenn ich. Also im Flug, wenn ich so springe. Aua. Wenn ich ab und zu im Springe V drück, weil ich bin's noch gewohnt von. Früher, also wo ich da noch gespielt hatte anfangs, da hatte ich ein bisschen mehr Nano-Kits gehabt schon, da war ich schon ein bisschen fortschrittlicher und da konnte ich einen Lufttritt machen, also den hatte ich ja in der letzten Aufnahme auch schon gesagt. Jo, Psycho, ich bin da.
Schätze, die haben uns gehört. Ja, könnte man so sagen. Was zum Teufel ist hier passiert? Check ihre Blackboxes. Finde raus, wie sie starben. Ich gehe nach oben und schau mich mal um. Na, was haben wir denn? Standardmunition, okay. Irgendwas schießt da. Na, was haben wir denn hier? Gras. Oh. Oh, da ruckelt's aber gerade. Tut mir leid. Es ist gerade echt Müll, dass das so ruckelt. Ich glaube, das ist dann doch zu viel Gras für meine Grafikkarte. So gut die Grafikkarte aber auch ist, also so viel Gras kann sie dann wohl nicht machen. Also wir haben ja gesehen, ich kann euch immer sagen, was gerade passiert ist. Oh, scheiße. Hier ist ein Alien drin, wie man sie gerade schon hört. Und diese Alien wollen uns ans Leder. Und diese Aliens sind... relativ gut, relativ schnell im Gras unterwegs. Und diese halten echt viel aus, ey. Deswegen muss man so... Nee, meine Waffe schon wieder leer. Nee, gut, ich wollte gerade sagen. Du Penner! Oh Gott, zu viel Gras, zu viel Gras. Ich habe nämlich die Grafik seit dem letzten Mal, also seit gestern, seit der letzten Aufnahme ein bisschen... höher gedreht, deswegen ist das jetzt natürlich ein bisschen blöd. Komm her. Oh. Psycho, ich hab gesehen, was uns angegriffen hat. Ja, ich weiß. Stalker, erzähl mir was Neues. So war das nicht geplant. Stalker waren's. Aliens. Stalker. Die Selfs, die ich kenne, sind unkoordiniert, brutal und strategielos. Wie gesagt, nur noch ein paar wenige und die sind nur rausgekommen, weil wir den Turm zerstört haben. Möglich. Sie verhalten sich wie Tiere, nicht wie eine Schwarmintelligenz. Wo ist der Alpha-Seth? Vergiss ihn. Ich bin zwischen Stalkern und Cell eingekeilt. Komm durch den Lokschuppen zu mir rauf. Baller. Die muss ich natürlich jetzt erstmal hacken. Ich hatte echt gedacht, dass meine Grafikkarte... Es tut mir echt leid. Aber ich habe echt gedacht, dass meine Grafikkarte das schaffen würde. Also ich habe jetzt... Das Problem ist, dass ich jetzt Anti-Aliasing aufs Maximum hatte. Der Rest war sowieso schon auf Maximum. Und jetzt habe ich die Anti-Aliasing aufs Maximum rausgehauen, aber das sind dann doch zu viele, ja, ne. War dann doch ein bisschen zu viel für eine dieser Grafikkarten. Und wenn dann noch, das hier läuft ja jetzt alles recht flüssig, das ist ja nicht das Problem. Das eigentliche... Ah, das ist Munition an der Waffe. Spezialmunition? Was ist ein Unterlauf? Das ist... Unterlauf? Achso, das ist nur... Erhöht nicht die zusätzliche Munition? Jaja, das ist schon richtig, das ist schon gut. Achso, ich muss einfach nur... Einfach nur X drücken. Das Ding nehme ich jetzt aber nicht. Oder obwohl. Ich kann meine Pistole dagegen eintauschen. Jo. Oh, jetzt habe ich natürlich nur Spezialmunition eingesammelt. Ist
natürlich jetzt blöd, weil eigentlich hätte ich gern normale Munition gebraucht, aber... bin ich jetzt blöd? Durch mein fettes Mikrofon hier vor mir sehe ich hier gar nicht mehr die Tasten, deswegen spiele ich eigentlich recht blind, wenn ich das nur sagen darf. Sichtfeld ist blockiert. Ich hätte ja mal zeigen können, was passiert, wenn man da reinläuft, aber... nee, doch nicht. Weil dann macht's ordentlich Aua. Aber Leute, ich würde sagen, ich breche jetzt hier die Erstaufnahmen ab. Ich muss ein bisschen die Grafik einstellen, ein bisschen runterdrehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Gebt ein Abo, wenn ihr noch mehr sehen wollt, auch andere Projekte. Teilt uns auf Facebook, auf Twitter und auf allen anderen sozialen Netzwerken, auf denen ihr aktiv seid. Und dann sage ich einfach mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zur nächsten Aufnahme. Es geht gleich weiter. Ciao.